Hallo meine Gnu-Army mit meiner Ruby XD endlich wieder, es ist endlich soweit. Und weil ich so Panik hatte über Emily Wants to Play, wird sie jetzt mitspielen. Ich würde sagen, da du die erste Runde nicht mitbekommen hast, starte ich nämlich ein neues Game, damit du das alles verstehst. Ja, ich freue mich schon voll drauf. Mega. Emily Wants to Fuck. Irgendwie habe ich immer gedacht an Emily Wants to Beep und nicht Emily Wants to Play. Emily Wants to Play. Ja. Ja, ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Hi. The pizza's here. Was? Pizza? Pizza. Pizza! Pizza. Oh, hast du gesehen? Nee, hast du weggeguckt. Ich habe nur einen Blitz gesehen. Das wird wichtig sein. Sind wir ein Pizzabote? Ja. Oh. Sieht man die Pizza irgendwo? Nein, aber es fängt schon an. Ich erkläre dir das mal. Du siehst hier die Uhr. Mhm. Ist die wichtig? Und um 12 geht's los. Ach. Super. Und hier war eigentlich immer eine Puppe gesessen, die ist jetzt weg. Ist gut zu wissen. Gut. Toll. Zu wissen. Hier ging die Tür auf. Man hat jetzt quasi jetzt Zeit, sich hier in den Räumlichkeiten umzugucken. Okay. Was ist so ein bisschen. Und die Türen gehen von alleine auf, das ist normal. Ja. Oh, guck mal, der sitzt jetzt hier. Okay. Es passt so langsam ein bisschen zum Fasching. Was stand da? Irgendwas mit kill? I think they want to kill me. Ja. Wer sind denn die? It's been over a month now and the police still haven't found any leads. Ja, ich will doch nur spielen. So, der dumme Clown ist schon mal weg. Was ist da im Eck? Links im Eck. Oh. Ah! Oh nein, was ist das für eine Scheiße hier? Ich muss Licht anmachen. Ich muss Licht anmachen, sonst killt die mich. Echt jetzt? Ja. Okay, ich fand's bis jetzt noch lustig. Alter, die saß hier sonst nicht. Ja. Das war so Begrüßung. Fuck the bitch. Guck, die macht immer Licht aus, hörst du's? Also ich sehe, ehrlich, ich sehe komische Gesichter. Hör auf. Stop it! Stop it! Stop! Ist es denn schon 12? Oh, oh, cool. Chester. Wieso sind hier eigentlich so viele. Eine Puppe! Oh! Also, hast du's geht's gesehen? Voll ab, fuck you! Geh mal hinter das Sofa! Schau mal nochmal hinter das Sofa. So geht natürlich auch. Und da ist eine Notiz. Wo? Da, links. I had some friends in the basement. Oh, super. Irgendwie sehe ich gar nichts. At least I got my friend. Oh, shit. Oh mein Gott! Warum ging das denn jetzt so schnell? Ich hab nicht mal angefangen. Nein, ich war noch nicht bereit. Das ist nicht fair. Alter, was soll die Scheiße denn? Ich gehe da nie wieder runter. Oh mein Gott. Cool, also gefällt mir. Mir gar nicht, ja, ich spiel. Der du wolltest anfangen, um es mir zu zeigen, finde ich gut. Your pizza's here. Ich will die Pizza. Jetzt sehe ich es vielleicht. Oh. Das habe ich vorher nicht gesehen, ne? Nee. Ich finde das voll cool. Die Puppen sind immer woanders. Ist ja geil. Let's play at midnight. Alles klar. Oh. Achso, ist auch nur eine Puppe. Geh doch dann nein, das war die Emily. Echt jetzt? Emily. Sei mal ein bisschen riskanter. Nein. Komm schon. Komm und schnapp sie dir. Emily. Oh, ey. Alter, warum passiert hier so viel neues Zeug? Was soll denn das jedes Mal? Na! Was soll denn das? Was war das? Warum ist hier Licht aus? Beweg dich langsam. Oh, Panik. Ja, ich will auch spielen, ey. Was ist das für eine Scheiße hier? Hä? Bleib einfach in dem dunklen Raum. Nein. Was ist denn da in der Kiste drin? Kiste? Hinter dir? Wo
Oh, das, so sieht es bei mir auch immer aus. Der blöde blaue Screen. Jetzt habe ich auch eine Notiz. Look. Okay. Was war mit D? Hier, was machst du mit hier? Ja, dann mache ich ja die ganze Zeit. Ach so. Schnell mach ich dann. Oh, ich sie hasse. Da wird man richtig zum Pussy. Da ist schon wieder dahinter. Ja, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Du weißt ja, was passiert. Never ever. Ist aber süß, wie die kichert. Nein, das blöde Biatch. Emily. Come wer on, ist Emily jetzt? Wherever you are. Wer ist Emily? Ich habe letztes Mal eine Taschenlampe gefunden. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Okay, es geht nur. Alles dreht sich um Emily. Ich habe eigentlich eine Taschenlampe mal gefunden gehabt. Oh, das ist der. Hey. Irgendwo muss so eine scheiß Taschenlampe sein. Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked her old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. I don't know. Was ist das hier? Das hat was von einem Horrorfilm. Hm. Heißt, du ziehst um in ein neues Haus mit deinem kranken Kind. Und ja, das Kind wird noch kränker. Und dreht durch und will doch nur spielen. Blöde. Emily. Wieso ist hier Licht aus? Es soll in der Rotz. Nicht so schön. Das warst du, ne? Ja. Also, ist es eigentlich jetzt ziemlich ruhig. Das ist gut, oder? Hat ja auch noch nicht mal angefangen, eigentlich. Ach so. Wie bitte? Ja. Stimmt, das ist noch... Das ist ja das Schlimme. Schon so viel Scheiße passiert. Oh, jetzt. Oh. Sollen wir einen kranken Look machen? Ja. Okay, jetzt reicht's. Genug. Get a new door. Guck, und hier steht Don't look at her. Zwinker-Smiley. Und Zwinker heißt, ich soll das Gegenteil machen. Ach so. Ich soll sie anschauen, ansonsten kommt sie nämlich und bitcht mich. Okay. Und wenn nämlich kein Zwinker-Smiley dran steht, dann muss ich es nämlich machen. Das muss man auch erstmal rausfinden. Oh, das sind die Spiele, die sie mit dir spielt. Ja. Das ist ja cool. Und irgendwie auch scheiße. Ich habe die erste Runde so geschafft, dass ich in... Oh nein, sie ist hier. Scheiße. Scheiße, schnell, schnell. Ah! Wo ist sie? Oh. Da. Okay, jetzt zwingt er sie an. Nee, ich muss sie nur angucken. Dann ist sie deine Bitch. Weil, vor der bin ich nämlich einfach in den Keller. Vielleicht mache ich das nochmal, zeige ich dir, wie ich es gemacht habe. Da hat die ganze Zeit neben mir gespawnt. Da ist sie die ganze Zeit neben mir aufgetaucht. Aber ich habe Angst, in den Keller zu gehen. Ich finde das ein bisschen hardcore. Ich auch, Mann. Und es wird noch schlimmer. Jetzt muss man sie einmal nur die ganze Zeit angucken. Ja. Oh okay. Gott, das wäre, jetzt hat sie immer alles Licht an. Oh Gott, hier ist die drin. Wieso ist ihr überall Licht aus, ey? Wollt ihr mich eigentlich... Und du musst sie jetzt suchen, oder wie? Hier ist ein Geheimgang. Wo ist sie? Da, da, da. Okay. Was macht die denn? Weiß nicht, die macht immer andere Sachen. So durch die Haare, die Hand. Emily. Warte, ich hab's gleich. Oder so, oder so. Oder macht sie das da vorne rum? Das ist eigentlich, wenn ich näher hingehe, ich packe, hab Angst. Komm, mach's. Nein, mal. Nicht jetzt. Nächstes Mal, wenn wir die Runde geschafft haben. Okay. Dann darfst du spielen. Emily. Geh jetzt mal runter. Oh, cool. Basement. Ja, super. Mach alle an. Was mache ich das, was ich letztes Mal gemacht habe?
Okay. Aber ich habe keine Lampe. Ich hatte letztes Mal eine Lampe. Ja, das ist nicht so gut, ne? Ich finde die nicht mehr. Ich habe mich einfach hier hingestellt und dann ist die ganze Zeit neben mir gespawnt. Ich konnte mich nicht finden. Du hörst auch immer, wie die Licht an- und ausmacht. Hörst? Mhm. Voll die Sau, gell? Voll die Drecksau. Aber jetzt wo ist sie? Das auch. Scheiße. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hier. Oh Gott! Ich brauche die Lampe, sonst sehe ich sie nicht. Ich brauche die Lampe. Ich brauche die Flashlight. Willst du mal? Wir müssen die Flashlight finden. Okay. Weil dann sieht man die und dann kann man das ganze Zeit stehen bleiben. Du solltest die eigentlich von vornherein finden, die Flashlight? Ja, genau. Bevor es 0 Uhr ist. Ja. Scheiße. Das heißt, wir fangen direkt bei 0 an. Ja, wirklich so. Super. Panik. Ich bin so bereit. Ein bisschen wie Five Nights at Freddy's. Okay. Und ich kann auch rennen, ne? Ja, leider. Ist nie gut. Ich sag immer, wenn man Horror-Games rennen kann und sich heilen kann und Waffen hat, ist es nie gut. Am besten einfach langsam laufen und dann... Don't look at her. Okay, also das ist immer das gleiche Spiel. Ja. Und wir müssen uns beeilen, vielleicht die Taschenlampe finden. Die war letztes Mal in einem Schlafzimmer. Ich kann auch das Messer nehmen. Ja, doch was. Emily. Du musst, glaube ich, ins Schlafzimmer. Oh, oh mein Gott. Mach die besser aus, oder? Oh mein Gott. Was machst du? Warte. Selbstmord. Ich glaube, damit kann man die ablenken. Da ist doch eine Taschenlampe. Yeah. Aber das ist ja eigentlich voll eindeutig gewesen. Was hatten wir denn gemacht? Die ist immer irgendwo anders. Ach so. Oh, 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 dreh dich um, die ist hinter dir irgendwo. Da, bleib drauf. Okay, okay. Und dann okay. Gehen wir ins Schlafzimmer und gehen in den Keller. Ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen möchte. Oh, leg mal, du halt bei mir pennst, wenn die dann dastehen würde. Wahrscheinlich stehst du dann da. Ja. Darf ich näher ran? Wir haben eine Blockade. Okay. So, jetzt beeil dich. Okay, okay. Und was soll ich jetzt tun? Schnell hier und Licht anmachen an der Seite. Nee. Also ich brauche jetzt... Hier Licht anmachen. An der Seite, genau. Die sind immer die Lichtschalter an der Seite. Ja, genau. Und okay. Dann düsen, jurum. Aber wohin? Da rein. Oh, scheiße. Soll jetzt auch Licht ausmachen. Aber wo? Immer an der Seite. Welche Seite? Genau. Ich brauche viel zu lange, um das Licht zu finden. Und jetzt dreh dich um. Oh, hier ist auch Licht aus. Sie hat echt schon gut gearbeitet. Blöde Kuh. Ist das auch immer die gleiche Seite? Ja. Ich komme da echt nicht. Oh, jetzt musst du aufpassen. Wo ist sie? Guck sie an. Wo ist sie? Da. Oh mein Gott. Oh, jetzt hättest du uns fast gehabt. Oh mein Gott. Die bewegt sich ja, wenn wir die nicht angucken, okay. Weißt du? Blöde Kuh. Oh, ey, die ist voll gut schon. Was soll denn die Scheiße? Wir müssen echt in den Keller und so machen, wie ich gemacht habe. Aber ich weiß ja nicht, wo der Keller ist. Ich sag's dir wo. Ich hab nicht so gut aufgepasst. Ich sag's doch. Ich geb's zu. Ich sag's doch. Ich hab nicht gut aufgepasst. Aber ganz ehrlich, darf sie das? Oh okay, nein, mach schnell Licht an! Guck, wo ist sie? Okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, okay, kein Stress. Lach nicht so dreckig! Wir müssen uns echt beeilen. Du rennst jetzt dann einfach, wenn die weg ist, direkt in die Tür geradeaus. Da. Ja. Da. So eine Bitch. Wieso ist die so aggro schon, Mann? Wir haben gerade mal die erste Stunde. Oh mein Gott, das hat sie jetzt aber aufgemacht. Ist das schlimm? So, jetzt lauf geradeaus. Genau, die macht's eh auf. Das ist normal, das geht auf, weil wir da... Oh mein Gott. Oh, wir werden sterben. Oh mein Gott. Shit. Blöde Kuh, du. Shit. Die wird, glaube ich, echt immer aggressiver. Aber warum geht die jetzt schon so ab, Mann? Wir sind gerade... Vielleicht sollten wir sie nicht beleidigen. Emily, hübsches Kleid. Hast du abgenommen? Die will die Pizza. Hast du was mit deinen Haaren gemacht? Die will die Pizza. Okay. Ja, aber die Pizza würde ich auch wollen. Oh, wo ist sie? Wo ist wieso? Sie? Wieso? Wo ist sie? Oh, wir werden sterben. Nein, sag das nicht. Da ist sie, dreh dich um! Oh mein Gott! Sie hat sich gerade bewegt, du musst ja, aufpassen. Aber warum? Warum lässt sie uns gerade nicht mehr? Ich will nicht weil mehr. Weil die weiß, dass wir in den Keller wollen, weil sie wahrscheinlich letztes Mal aufgeregt hat. Darf ich die Tür einfach zumachen? Du musst jetzt die Lampe da oben, die musst du jetzt gleich anklicken. Welche? Die. Wie anklicken? Einfach mit rechts anklicken, weil das ist ein Geheimgang. Ah, es ist schon offen, okay. Dann kannst du einfach jetzt da in den Raum rennen. Hier, genau, runter, rennen. Rennen. Genau, renn da hinterher. Ja. Wir kommen nicht. Genau, mach Lampe an, du hast deine Flashlight aus. Wie geht sie denn an? Ja, ach, mit genau. Auf, ja. Und jetzt renn. Oh, sie kommt. Genau, und jetzt renn. Dreh dich um. Geh dann die Ecke hinten schnell. Hier in die Ecke. Und jetzt guck da irgendwo hin, wenn du so hörst.
Dann guck direkt dahin, genau. Wohin? Wenn ich sie höre? Ja, hierhin. Dahin. Was, soll ich da schon hingucken? Oh. Shit, es geht doch nicht so wie letztes Mal. Ja, aber was hat das jetzt zu bedeuten? Die war eigentlich gerade auf mir. Ja, die spawnt jetzt halt die ganze Zeit in deine Nähe. Ja, aber da war das letzte Mal doch nur Glück. Aber ganz ehrlich. Okay, aber wenn sie weg ist, gehe ich einfach wieder in die Ecke. Würde ich sagen, ja. Ja. Oh nein, das... Ich hatte letztes Mal echt nur Glück, wir hätten einfach Continue machen sollen. Ganz ehrlich. Ich bin ja einfach nur stehen geblieben und dann hat die hier die ganze Zeit am Tisch gespawnt. Scheiße, ey, hoffentlich packen wir das. Aber was ist eigentlich jetzt Ziel? Die Nacht zu bestehen, bis jetzt die nächste Stunde anschlägt und dann wird's immer schlimmer. Bis um 6. Es ist wie Five Nights at Freddy's, nur in eine Nacht gepackt. Dreh dich am besten immer einfach nur in die Richtung oder geradeaus. Nicht so nach hinten, weil wenn du dich wegdrehst von ihr, kommt die ja angerannt. Am besten hierhin und dann in den Raum reingucken. Guck in den Raum rein. Dann siehst du sie. Wenn du sie lachen hörst, dann guck dich halt um, wo sie ist. Vor allem die Stunde geht immer voll lang. Ja, genau. Okay. Perfekt, so passiert es die ganze Zeit. Okay. Dann schaffen wir die Stunde. Weil bei dem darf man sich nicht bewegen. Okay. Und da bin ich letztes Mal nämlich auch hier stehen. Okay. Wow. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, was ist tot. Los? Oh mein Gott. Ich finde das Spiel ganz toll. So, wir bleiben jetzt mal kurz hier stehen. Geh wieder in die Ecke. Scheiße. Ich würde auch nie so eine Uhr bei mir ins Haus aufhängen. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Nichts, nur warten. Wir machen jetzt Schisser-Style. Wupp, bumm, Schisser-Style. Wupp, 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 wupp. Scheiße. She comes close. Ehrlich? Die macht die ganze Zeit Licht an. Wir machen jetzt gerade den Schisser-Style. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Guck, er zeigt's dir. Das ist okay. Der nächste Gegner. Ja, und das Stressige ist, wenn du mit Emily in ihm einen Raum bist. Ach so, die sind jetzt beide unterwegs. Guck mal, so kann man das Spiel voll locker durchspielen. Außer wenn Chester kommt, weil der rennt auf dich zu, dann musst du den Raum verlassen, dann geht's nicht mehr. Ich will nicht. Spätestens dann ist unsere Taktik am Arsch. Gut, den Nagellack dran. Ich will eine Waffe. Nicht bewegen. Scheiße, ich durfte ihn jetzt nicht mal angucken. Nein. Ne? Gar nichts gemacht. Wir haben doch gar nichts, wir haben uns so nicht bewegt, oder? Wir müssen ihn wahrscheinlich angucken. Oh Mann, fickt euch. Komm nochmal, continue. Willst du wieder in den Keller oder willst du es jetzt mal so machen? Also, ich... Oh shit, mach schnell Licht an und dreh dich um. Such sie, wo ist sie? Nein, das ist voll das widerliche Spiel. Und du musst deine Flashlight immer anlassen, das ist wichtig. Ganz ehrlich. Oh, oh, guck ihn an, schnell, wo ist er? Da, guck mal. Das ist ja scheiße, ey. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich fühle mich wie ein Versager.